Recht herzlich willkommen zur 114. Folge von Abereuern. Ja, unser Antrieb da rechts unten, der ist wirklich kaputt. Ich habe das nachgeschaut und ja, der war dann da. Unser größtes Problem, was wir allerdings haben, ist das, dass ich vorletzte Runde Eskortieren zu dem Trader gemacht habe und der hat das natürlich auch getan. Und das Problem ist, dass er dann, er draufgegangen ist in dem Feuerhagel wahrscheinlich. Weil das da ist ein Güterschiff. Und das ist auch ein Güterschiff. Tja, und die anderen, die da alle so rumfliegen, sind keine Güterschiffe, ne? Also wir wollten eigentlich reparieren. Reparieren funktioniert aber irgendwie nicht, ne? Oder wie war das, weil wir keinen No-Need haben, ne? Repariere Schiff. Reparieren. Geht nicht. Das bedeutet, wir sollten mal einmal gucken, dass wir selber hier gerade vielleicht... Was haben wir, einen Abwrackleser oder haben wir einen Bergbauleser? Abwracker. Lackgeschütz. Doppel-Tesla-Geschützturm. Ein Abwracker, dann haben wir gar kein Dingens eingebaut, sag schon. Ja. Aber wir müssen einen mit haben, oder? Bergbaugeschützturm, okay. Dann können wir den ja eigentlich einbauen, ne? Und können dann das mal gucken, dass wir den da kriegen. Kann man hier oben auch drauf bauen? Geht auch. Du musst dein Geschütz auf einen Blick. Okay, geht da oben nicht, weil keiner Naonit. Dann machen wir es da hin. Nicht genügend Slots. Okay. Doppel-Tesla. Flak. Dann ist er derjenige, den wir jetzt gerade entfernen müssen. Und dann setzen wir ihn dahin. Dann haben wir das und dann können wir hier wieder raus. Also jetzt sollten wir aber nochmal ein P rein und dann kurz die Buffer hier auf 2 legen. Entfernen und wo ist dann bitteschön der nächste Asteroidenhaufen? Wahrscheinlich da, sieht so aus auf jeden Fall, ne? Fliegen wir mal in die Richtung. Nee, doch nicht. Da sieht es näher aus. Kann aber auch täuschen, ne? Was ist das da? Okay. Ist da unser Schiff kaputt gegangen? Irgendwas passt mit der Steuerung ja noch nicht. Können so schnell steuern. Aber so geht gar nichts. So kann er schnell, so kann er schnell. Aber haben wir das nicht letztes Mal schon umgebaut? Sehr komisch. Aber da sind auf jeden Fall genügend Teile, die da rumfliegen, die wir vielleicht aufsammeln sollten. Von wem die sind, weiß ich allerdings nicht. Auf jeden Fall sind es gute Teile, wie man sieht. Was war das jetzt hier? Schildverstärker. Handelssystem. Könnte von unserem Schiff gewesen sein, ne? Schildbooster. Boah, der ist ja sowas von träge. Das ist eine Waffe, ne? Doppelmaschinengeschützturm. Er bewegt sich tatsächlich dahin.
Noch eine Waffe. Doppelreparaturgeschützturm. Oder was ist das? Doppelreparaturgeschützturm. Okay. Da oben steht noch einer rum. Den nehmen wir dann auch noch mit. Eine Karte. Booster, Schildbooster. Energie nach Schildkonverter. Okay. Da ist noch was Seltenes. Da ist noch was in Weiß. Dann mal gerade den in Weiß gerade holen. Das sieht nach einer Karte aus. Transporter-Software, okay. Und wo ist der Rote jetzt geblieben? Ist klar, ne, dass der jetzt weg ist. Da ist es. Fliegen wir schnell da rein. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir schon einigermaßen da, dass wir da hinkommen. Dachtest du. Den haben wir jetzt nicht aufgenommen, ne? Aber wo ist das Teil? Ist jetzt verschwunden, oder was? Hä? Sag nicht, das ist jetzt gerade dann verschwunden, als ich hier angekommen bin. Das ist ja der Hammer, oder? Oder habe ich es aufgenommen und nicht mitgekriegt? Kann natürlich auch noch sein, ne? Gucken wir mal rein. Es muss ja ein rotes Teil gewesen sein. Ah, ich glaube, wir haben es aufgenommen, ohne dass wir es gesehen haben. Vielleicht könnte das sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Eins aus, zwei an, ne? Und dann geht's mal los am Abbauen. Ja, ich weiß nicht. Er schießt wieder nicht und ich weiß wieder nicht warum. Irgendwas ist buggy. Ich glaube, er konnte ihn nicht erreichen oder so. Das kann er sein. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht es. .3261, das war schon mal ganz gut. Dann sehen wir mal zu, dass wir das abgebaut kriegen. Und dass wir unser Schiff dann reparieren können. Ja, da kommen gut Rohstoffe rein. Da war ja auch ein Update drin, beziehungsweise letztes Mal hatten wir das ja gelesen, dass es jetzt Laser gibt, die dafür besser sind. Ich weiß gar nicht, wie dieser hier gerade ist, den wir hier haben. Aber baut relativ gut ab. Das ist wieder die Beziehung verbessert, aber es liegt wahrscheinlich darum, dass die bei unserer Station Dingens kaufen. Öl, Rohöl, ne? Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Tja, jetzt ist es gerade ein bisschen langwierig, ne? Dass wir hier das abbauen, aber das ist halt so. Passiert schon mal.
Okay, du hast einen Notruf von unbekannter Quelle erhalten. Ja, dann müssen wir gleich noch gucken, dass wir noch was an unserem Schiff bauen. Hat der so eine Reichweite, Alter? Eine ganze Armada fliegt hier gerade vorbei, ne? Ist ja schon krass. Haupthandelsweg hier oder sowas. Ich möchte doch nur gerade schnell hier ein bisschen Nahrung bekommen. Zack, wieder ein Stück weg. Noch eins. Läuft, ne? Zack, wieder ein Stück. Da fliegt wieder einer vorbei. Jetzt haben wir ein großes Stück gerade am Hals. Ja, komm. Gut. Das ist auch nicht gerade das kleinste Stück. Schauen wir mal, ne, dass wir das kriegen. Zwei Feinde sind da links ja noch zu sehen, ne? Also einen hat es wohl wieder erwischt, weil die waren ja zu dritt in der letzten Folge, ne? So, das weg, das weg. Pässe alle. Jetzt hatten wir irgendwie 372, ne? Und jetzt haben wir 1900. Geht, ne? So, letztes Stück. Nein, noch nichts. Wird letzte. So, jetzt haben wir alles. Und dann gehen wir mal weiter auf B. Wir reparieren das dann und wir haben es repariert. Unser Schiff ist wieder heile. Aber das hoch und runter, das funktioniert noch nicht, ne? Ja, da müssen wir noch mal bauen, ne? Irgendwo war da ja ein Teil. Was fürs Drehen zuständig war. Das hier zum Beispiel. Und das Drehen wollen wir ja gar nicht, ne? Wie können wir das ändern? Das ist jetzt die Frage. Rückgängig, Steuerung Z, nee. Blöcke umwandeln, Blöcke reparieren. Blöcke durchziehen eines Rechtes auswählen. Blöcke auswählen. Habe ich ja gemacht, ne? Das ist ja der Stein, naja. So, und jetzt möchte ich das aber ändern. Aber wie kann ich das ändern? Wahrscheinlich gar nicht erstmal hier, ne? Block angleichen, Geschütze hervorheben. Irgendwie müsste ich Block bearbeiten oder sowas haben. Verschmelzen will ich nicht. Zentrieren, okay. Ganzes Schiff rotieren, bestimmte Blöcke ausblenden, Geschütztum-Design-Modus öffnen. Okay, den habe ich noch gar nicht benutzt. Farbe wählen, vordefinierte Formen zeigen, Blockgröße anzeigen. Alles sehr schön, aber ich würde gerne diesen Block jetzt bearbeiten. Und das kann man irgendwie nicht, oder wie sehe ich das? Vordefinierte Form.
Ja, wenn man das jetzt wüsste, ne? Ich weiß es nicht, leider. Also machen wir das anders. Wir machen das hier. Nicht das so. So, machen den ganz klein, bauen den da rein und hoffen dann, ja, es ist ja Platz da, ne? Gucken zu, dass wir diesen Steuerung C machen und dann Steuerung V, dann haben wir den und dann können wir den ja ein bisschen bearbeiten, oder? Den würde ich jetzt aber anders machen. So. Das müsste ja. Dann ist er das. Nee, das ist es nicht, was ich will. Ich will ihn so drehen, damit er diese Bewegung für uns macht, ne? So. B weg. Und schon kann er sich drehen. Und bewegen. Passt, ne? Piraten greifen den Sektor an. So. Jetzt gehen wir auf 1, 2 aus, fliegen weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die Piraten noch so sind und ob sich da was für uns auftut. Da kommt einer und schießt. Ist das unsere Station hier? Ich glaube ja, ne? Ja, Ulrich. Asreiter. Oh, ich glaube, wir machen mal gerade die Biege. Wo sind sie denn gewesen eigentlich? Da? 14. Da unten sind noch 2 und da sind die 3. Also die Frage, wie schnell wir Schaden nehmen, ne? Dein Fracht. Weiß nicht, was der gerade gesagt hat. So, jetzt ballern wir den mal an. Und da ist er kaputt. Okay, man kann die teilen, ohne dass sie schon ganz kaputt sind. So, das war's von dem. Jetzt ist doof, was da eben stand, ne? Ah, dein Frachtraum ist nicht groß genug, um das aufzunehmen. Alles klar, dann machen wir da den Haken dran und weg. Und dann sind die dran, ne? Oder wie ist das? Bandit. Greift meine Station an, oder? Sehe ich das falsch? Hat ja gerade ganz gut funktioniert, oder? So, weiter geht's. Und wir sind gut geschützt und haben erwischt. Okay, und dann war noch einer da. Der ist da. So, aber der ist auch schon beschädigt. So, tut mir leid, aber ich kann es nicht so mit ansehen. Wie ihr meine Station hier kaputt machen wollt. Okay, das hat besser geklappt. Da ist auch was rausgekommen. Das möchte ich auch ganz gerne haben. Das Grüne da. Das war eine Kanone. Und das Zweite. Warte mal, erstmal gucken. Maschinengeschützturm. Und noch einer. Doppeltitan-Abwracker. Okay. Gut. Was sagt er denn da oben gerade in Rot? Dein Schiff ist überbevölkert. Baue mehr Quartiere, um deine komplette Crew unterbringen zu können. Oh. Ich gehe davon aus, dass da gerade wieder was kaputt gegangen ist.
Und schon ist das wieder okay. So, jetzt haben wir nur noch die zwei da unten. Beziehungsweise da hinten. Ja, wir können jetzt abwracken, ne? Hier fliegen natürlich ganz tolle Sachen rum. Kann man das auch auswählen? Wisst ja gerne, was es ist, ne? Aber ich glaube, das kann man gar nicht auswählen. Nee, geht wohl nicht. Also der zeigt ja rot. Ah, der zeigt jetzt auch rot an. Ich dachte, der zeigt kein rot an. Den kann ich da mitnehmen. Ja. Was tun wir jetzt? Wir könnten abwracken oder wir könnten die beiden Piraten noch kaputt machen, die hier irgendwo rumfliegen. Da unten irgendwo. Da hinten. Das ist jetzt die Frage. Momentan ist unser Schiff ganz gut gerüstet. Und da ist ein Pirat und das wird noch einer sein. Ja, zwei Piraten. Müssen wir mal überlegen. Würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Entweder wir wracken ab oder wir greifen die beiden Piraten noch an. Ich denke mal, das machen wir als erstes. Könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, was wir von beiden Dingen tun sollten. Und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.